Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem weiteren Minecraft-Video. Und zwar fangen wir mit diesem Video ein neues Format auf meinem Kanal an. Und zwar Minecraft erklärt. Das wird so eine Mischung aus Let's Play und Tutorial. Also ich werde jetzt hier eine Let's Play-Welt quasi spielen, werde euch aber eben sehr viel erklären. Und das Ganze wird halt mehr Tutorial als Let's Play so theoretisch, aber das ist halt so eine Mischung, ist glaube ich ganz cool. Und wir stellen hier jetzt auch gleich die Welt. Minecraft erklärt, die wird es am Ende auch als Download zur Verfügung geben. Und wir spielen natürlich im Survival-Modus und der Seed für diese Welt wird Eric on His Period sein, also mein YouTube-Name. Also falls ihr dieselbe Map spielen wollt, dann könnt ihr den Seed auch benutzen. Wir spielen natürlich ohne Cheats und ohne die Bonuskiste. Und ja, ich habe mir die Welt noch nicht angeguckt, ich weiß jetzt nicht, was das für ein Seed sein wird. Ich bin tatsächlich sehr gespannt, mal gucken, in was für einer Gegend wir spawnen. Ja, mal schauen. Und in dem ersten Video jetzt geht es natürlich darum, wie man den ersten Tag denn möglichst gut nutzt und dann auch die erste Nacht überlebt. Und ich werde diese Episode jetzt mal nicht schneiden. Jetzt mal ein bisschen rumgucken, wo wir gelandet sind. Da sind auf jeden Fall schon mal Bäume, das ist schon mal ein guter Anfang, da laufen wir schon mal direkt hin. Also ich werde das erste Video jetzt hier nicht schneiden, weil es halt eben so um das Überleben erstmal geht. Aber später werde ich so ein paar langweilige Sachen einfach rausschneiden. So wenn ich jetzt stundenlang irgendwie farmen gehe oder sowas, dann werde ich euch das natürlich nicht antun. Sondern ich werde versuchen, euch nur den coolen Stuff zu zeigen quasi. Aber jetzt, wie gesagt, am ersten Tag, denke ich, können wir das nochmal durchziehen. So. Und natürlich das erste, was man in Minecraft machen sollte, ist einen Baum zu fällen. Damit hat ja schon sehr viel Großes angefangen auf YouTube, ja, wenn man zum Beispiel mal an Gronkh denkt und so weiter. Mit so einem Eichenbaum geht's meistens los. Und so fange ich auch meistens an und dann schnappe ich mir meistens schon direkt mal irgendwo einen Ort, wo man Steine kloppen könnte. Und zwar könnte man ja hier mal ein bisschen Stein farmen. Das gebe ich euch auch mal als ersten Tipp so quasi mit. Holzwerkzeuge sind zwar nice und so, okay, eigentlich sind sie nicht nice, so das ist eigentlich der Tipp. Schnappt euch am besten direkt eine Holzspitzhacke und schnappt euch dann genug Stein für ein komplettes Toolset, also einmal jedes Werkzeug so ungefähr. Weil Holzwerkzeuge sind halt wirklich nicht gut. Und ich sehe halt oft Leute, die irgendwie anfangen zu spielen und die haben dann erstmal ganz viele Holzwerkzeuge und warum? Also ihr seht ja, wie schnell man hier schon direkt einfach genug Stein haben kann für Steinwerkzeuge, also macht eigentlich keinen Sinn. Und dementsprechend schnappt ihr euch dann Stein. Und wenn wir so um die 20 Steine haben, dann sollte das auch erstmal reichen. Dann können wir uns schon mal ein bisschen was craften. Und dann laufen wir mal ein bisschen rum und suchen uns einen schönen Ort, wo wir dann auch mal bauen können. So. Also wir brauchen auf jeden Fall zwei Steinspitzhacken. Das kann eigentlich nicht schaden. Eine Schaufel ist auch immer gut. Eine Axt natürlich. Und auch ein Schwert. Dann haben wir hier jetzt nochmal 8 für einen Ofen. Das war eigentlich schon die optimale Anzahl. Und dann holen wir uns natürlich hier nochmal unsere Werkbank wieder und das hier brauchen wir alles erstmal nicht, glaube ich. So, wobei eine Spitzhacke... Ah, ich hole mir doch einfach mal hier die ganzen Werkzeuge nach unten. So, und ich habe hier Kühe gehört, die killen wir natürlich. Ich muss mal kurz gucken, was die... Ja, okay, die Schwierigkeit ist hier auch auf normal, das bedeutet, wir werden Essen verlieren und hier ist auch direkt Kohle, die hole ich mir auch nochmal. Und das ist so das Wichtigste eigentlich am ersten Tag, nach den Steinwerkzeugen, dass ihr halt direkt dafür sorgt, dass ihr Essen habt, weil Essen ist halt super wichtig und ihr werdet immer Essen brauchen und wenn man kein Essen hat, ist das nicht so schön und gerade wenn der Nacht ist und man kein Essen hat und dann nicht mehr regenerieren kann seine Leben, das ist halt super blöd. Dementsprechend solltet ihr auf jeden Fall schnell Essen suchen. Allerdings, wenn ihr natürlich auf dem Weg irgendwie coole Sachen findet, wie jetzt hier zum Beispiel Kohle, könnt ihr die natürlich auch schnappen. Ich werde jetzt auch nochmal hier in die Höhle so ein bisschen reingucken, ob es hier vielleicht auch schon direkt Eisen gibt irgendwo. Auf jeden Fall ist hier ein Skelett, das ist schon mal nice. Hier geht's hoch, ah, okay. Ich guck mal weiter nach unten. Sieht nicht so aus. Auf jeden Fall ist da ein Skelett und da habe ich eigentlich nicht so viel Lust drauf. Jetzt müssen wir nur erstmal die Kühe wiederfinden. Die waren noch hier irgendwo. Ihr seht schon, ich habe jetzt schon Leben verloren. Nicht Leben, sondern Herzen. Nein, auch nicht Herzen, das ist ja dasselbe. Essen natürlich. Bin hier ein bisschen aufgeregt. Irgendwie, hier waren noch Kühe, oder nicht? Dann hole ich mir die Schafe, die geben mir jetzt auch Fleisch. Und Schafe sind natürlich richtig gut, wenn ihr die findet, weil mit theoretisch mit 3 Wolle könnt ihr ja ein Bett bauen und dann die Nacht überspringen. Mache ich in diesem Fall jetzt nicht, das wäre sonst ein bisschen langweilig. Also so könnt ihr natürlich auch die erste Nacht überleben, indem ihr euch einfach ein Bett baut. So. Aber ihr seht schon, wenn man halt viel rumläuft, dann verliert man auch super schnell Leben. Ich sage mal Leben, also verliert man super schnell Essen. So, ihr seht schon, ich habe jetzt schon 3 Herzen verloren. Oder 3 Essensheulen. Keine Ahnung, wie man das nennt. Goldene Äpfel halt. Und den Kürbis da vorne holen wir uns, glaube ich, auch gleich. Eigentlich ist Kürbis nicht so sinnvoll. Und da hinten ist auf jeden Fall noch eine Kuh. Aber ich meine, ich habe ja noch keinen Kürbis, von daher schnappe ich mir den trotzdem mal. So, zack. Haben wir schon mal was für den Anfang. Dann mache ich das nochmal alles nach oben. Und dann killen wir hier noch ein paar Tiere. Ich glaube sowieso nicht, dass wir hier am Anfang erstmal... Ach, hier sind so viele Tiere, das ist richtig gut. Nice, nice, nice. So, dann können wir nämlich... ich stelle mal hier den Ofen schon mal hin. So, dann kann ich nämlich schon mal, während ich die Tiere kill, hier ein bisschen Fleisch braten.
So, und da vorne ist halt so ein dunkler, wie heißt das hier, ein Roofed Forest, glaube ich, also so ein dunkler Wald. Den finde ich eigentlich nicht so cool, also da würde ich ungern bauen eigentlich. Und hier auch nochmal ein Trick, wenn ihr hüpft und beim Runterfallen quasi zuschlagt, dann macht ihr Crits, also kritischen Schaden, das ist halt mehr Schaden einfach und dann braucht ihr halt nicht so viele Schläge. Ist immer ganz praktisch, dann seht ihr auch diese Partikel dabei immer. So, erste Störung natürlich, super. Läuft auf jeden Fall. Das ist immer so ein bisschen blöd, wenn man... Oh, jetzt brauche ich aber unbedingt Essen. Ist natürlich immer ein bisschen blöd, wenn man so lange am Stück aufnimmt, das habe ich glaube ich schon mal erwähnt. Dann gibt es hier hin und wieder mal ein paar Störungen. Aber ich denke, das kann man verkraften. Und, oh, ich kann schon nicht mehr sprinten. Das ist anstrengend, aber ich kann hier schon mal wieder ein bisschen Essen reinschmeißen. So, und dann sieht das schon mal richtig gut aus, was so die Essensversorgung schon mal sagt. Und das Essen habe ich meistens hier auf der zweiten Hand. Da muss man, glaube ich, F drücken, damit man das da hinkriegt. Ja, finde ich eigentlich ganz praktisch und ich wüsste nicht, was ich da sonst hin tun soll. So, das Hühnchen hätte ich auch gerne. Sind da vorne noch? Nee, okay, das sind Blumen. Ich dachte schon, das sind Hühnchen. So, also wir haben hier auf jeden Fall einen richtig guten Start, was Essen angeht. Wo ich das Gebiet hier nicht so cool finde. Also ich finde hier Gebirge oder diesen dunklen Wald, wie gesagt, nicht so cool. Aber da vorne ist ja noch normaler Wald. Da laufen wir dann, glaube ich, mal hin. Ja, würde ich mal so sagen. Hier sind so viele Tiere, sind die schon alle? Da vorne sind auf jeden Fall noch ein paar. Irgendwo war hier gerade ein Zombie. Hier sind auch noch Höhlen. Da werden wir auf jeden Fall gleich nochmal ein bisschen nach Eisen suchen. Ich hole mir nur noch hier vorne nochmal die Tiere. So, aber ansonsten gibt es hier, glaube ich, nicht so viel, was ich noch holen könnte. Ja, hier die Schafe noch. Ist hier irgendwo Zuckerrohr vielleicht? Sehe ich jetzt nicht. Also am Anfang müsst ihr einfach nur ein bisschen rumgucken. Dann am besten halt, wie gesagt, Essen sammeln. So. Und ja, halt wenn ihr irgendwas Cooles findet. Ja, irgendwie ein Dorf oder sowas, dann natürlich auch auf jeden Fall looten. Da unten sind noch Hühnchen, aber die lasse ich jetzt mal. Ich werde nämlich nochmal gucken, ob ich da Eisen finde. Und vielleicht noch... Oh, hier sind noch viele Viecher. Wo ist denn mein Ofen überhaupt da vorne? Okay, die kill ich hier alle nochmal. Ist halt mit so das Wichtigste, dass man am Anfang erstmal so einen guten Start hat. Weil dann kann man auch in die Mine gehen oder in Minen an sich gehen. Ein bisschen bauen, ohne dass man halt die ganze Zeit Angst haben muss, dass man vielleicht kein Essen mehr hat. So, jetzt... Mein Schwert ist auch schon relativ kaputt. So, wo ist denn die Kuh jetzt hin, die hier war? Da oben. Zack, die holen wir uns auch nochmal. Dann haben wir auch schon mal direkt ziemlich viel Leder, was natürlich für ein Enchanting Table oder für einen Verzauberungstisch später auch ziemlich gut ist. So, das Hühnchen hier kill ich auch nochmal. Und dann gucke ich hier, glaube ich, mal runter. Ob hier irgendwo, okay, ein Creeper schon mal, das ist auch ein guter Anfang. Ob hier Eisen irgendwo ist, sieht aber erstmal nicht so aus. Dann laufen wir auf jeden Fall in die anderen Höhlen da vorne nochmal. So, die anderen Tiere, die jetzt hier noch sind, die lasse ich jetzt erstmal. Ich glaube, ich habe für den Anfang genug Essen auf jeden Fall. So, dann schnappe ich mir meinen Ofen. Und dann geht's direkt mal in die Minen da vorne. Und ja, okay, wir haben echt erstmal genug Futter. Da oben sind auch noch mehr Kühe. Ich glaube, ein paar lasse ich auch am Leben, damit ich halt zur Not später nochmal hier ein bisschen mir Tiere holen kann, die ich dann so... Die sind so, wie man paaren kann und so weiter. So, da vorne ist noch ein Creeper gewesen. Oder? Nee, ach nee, oh doch. Oder. Ich dachte zwar eigentlich, das Grüne wäre ein Creeper, aber es war dann doch nur eine Pflanze. Aber dahinter war tatsächlich ein Creeper, also war doch gut. So. Ja, mit dem Eisen haben wir jetzt noch nicht so viel Glück gehabt, tatsächlich. Ist natürlich immer cool, wenn man direkt irgendwie schnell Eisen findet. Oh, hier ist Eisen. Oh, und da ist auch Gravel. Den lasse ich erstmal runterfallen. So. Holen wir uns hier mal ein bisschen Eisen. Das sind nur zwei Eisen, das ist noch nicht so viel. Ich guck mal, was wir hier noch so finden. Kohle habe ich auch erstmal genug auf jeden Fall. Deswegen baue ich hier keine Kohle ab. Und hier ist noch mehr Eisen. Nice. Ich weiß gar nicht, ob man hier jetzt gut was erkennen kann. Ich nehme mal die Fackeln in die zweite Hand. Weil wenn man Optifine installiert hat, oder ich glaube sogar im normalen Minecraft vielleicht? Nicht. Also ich auf jeden Fall, wenn man Optifine installiert hat, dann sorgen nämlich Fackeln in der Hand auch dafür, dass man so Sicht bekommt. Und weil ich nur vier Fackeln habe, kann ich die jetzt trotzdem benutzen, um halt hier in der ganzen Höhle zu sehen. Ist auch ganz praktisch. So, hier ist noch mehr Eisen. Oh, wir haben doch einen ganz guten Start hier gepickt, auf jeden Fall, was die Items angeht. Da müssen wir halt nur noch ein cooles Gebiet finden, wo wir eigentlich bauen können. Das ist auch so das, was ich am Anfang immer mache. Also erstmal natürlich ne, Ressourcen sammeln, Eisen und Essen und so weiter. Aber danach suche ich halt meistens schon einen coolen Ort, wo man sich halt niederlassen könnte. Das dauert halt meistens am längsten, weil ich bin immer so wählerisch. Und ja... Denn der hier fliegt auch. Das ist auch immer so lustig, wenn man den Kies so fallen lässt. Das macht immer Spaß. So einer von diesen Minecraft-Momenten, der einfach so voll... voll cool ist. Kennt, glaube ich, auch jeder. Macht, glaube ich, auch jeder.
Okay, auf dem Creeper habe ich nicht so viel Lust. Haben wir hier unten? Oh, das sind aber tiefe Höhlen hier tatsächlich. Oh shit, der kommt mir hinterher. Wo komme ich noch weg, ohne Schaden zu bekommen? Okay, fast. Oder hat der noch ein bisschen Stein kaputt gemacht? Kann man sich ja mal mitnehmen. Okay. Oh, habe ich den angeguckt, den Enderman? Nee, oder? Nee, okay. Ich dachte schon, ich habe den auch so angeschaut. Dann wäre nicht so cool gewesen. So, okay, die Nacht ist auch gleich schon. Da müssen wir jetzt langsam mal uns überlegen, wo wir hinbauen. Ich nehme mal das Essen wieder in die zweite Hand. So, also wir haben hier auf jeden Fall dicke Berge. Finde ich nicht so cool eigentlich, darauf zu bauen. Hier haben wir einen Fluss. Man könnte hier mal langlaufen. Das hier sieht ja einigermaßen so nach einer Gegend aus, wo man bauen könnte. Finde ich zumindest. Man könnte auch auf der kleinen Insel da bauen, aber... Ja, weiß nicht. Ich guck mal, was es hier noch so gibt. Hier ist auf jeden Fall... Oh, da sind auch Spruce-Dinger. Das ist ziemlich cool, weil ich mag das Holz von den Tannenbäumen. Dann haben wir die auch schon mal direkt am Anfang. So, hier ist noch eine kleine Höhle. Wäre natürlich richtig cool, wenn wir jetzt ein Dorf finden. Das wäre natürlich ultra praktisch. Und ich habe auch das Gefühl, es gibt halt super viele Dörfer in den aktuellen Versionen. Hier sind noch Pferde. Okay, cool. Hier ist auch eine Schlucht. Das ist auch nice. Können wir dann später gut farmen, auf jeden Fall. Mal gucken, wie tief die ist. Ja, okay, wow. Na, das ist auf jeden Fall noch Eisen. Ich laufe mal in den Wald hier einfach rein. Und zur Not bauen wir uns halt irgendwo erstmal einen kleinen Unterschlupf. Ihr könnt übrigens mit F5 die Perspektive ändern. Oder ich habe es jetzt auf die Maus gelegt. Ich habe da noch so extra Tasten an der Maus. Und dann könnt ihr halt so gucken und dann habt ihr halt so ein größeres Sichtfeld quasi nochmal. Also wenn ihr Sachen sucht, zum Beispiel wie ich jetzt hier einen coolen Ort, dann spiele ich meistens in dem Modus hier. Weil ich dann halt viel besser gucken kann. Und man kann auch mal auf Bäume laufen und so weiter, dann hat man noch so ein bisschen besseren Überblick, was es hier so gibt. Und da hinten ist nicht echt ein Dorf, Alter. Nice, okay, cool. Ich könnte nochmal, ob man hier irgendwo bauen könnte, aber es sieht alles nicht so cool aus. Ich laufe erstmal zu dem Dorf. Das ist ja mal richtig nice, dass wir direkt ein Dorf haben. Auch voll praktisch. Ich habe nämlich auch vor, in der Reihe jetzt hier zum Beispiel Villager Breeder zu zeigen und so ein bisschen, wie man sein Dorf verteidigt in Raids und so weiter. Das können wir dann natürlich direkt hier machen, das ist natürlich richtig cool. Und da würde ich sagen, beanspruchen wir hier einfach mal irgendeins von den Häusern für uns. So. Oh, hier sind auch schon Skelette direkt. Hier ist sogar Zuckerrohr, okay, das ist auch richtig cool. So, das ist ja ein ziemlich großes Dorf sogar. Ich besuche den hier einfach mal. Soll ich mich jetzt hier schlafen legen oder wäre das langweilig? Ich glaube, ich lege mich mal schlafen so. Also, theoretisch hätte ich jetzt sowieso genug, um die erste Nacht zu überleben. Und falls ihr jetzt kein Dorf findet oder so, könnt ihr halt einfach euch einen kleinen Unterschlupf bauen. Und ich kill mal hier schnell den Zombie, bevor der hier meine neuen Freunde tötet. So, nice. Hier ist sogar ein Eisengolem. So ein großes Dorf ist das. Krass. Okay, das ist cool. Ja, wo bauen wir denn hier am besten mal? Da vorne ist auch noch ein Skelett, das töte ich. Ich glaube, hier vorne baue ich auch vorbei. Ah, doch, hier ist eigentlich ganz gut. Also hier könnte man zum Beispiel... Hier ist noch ein Skelett? Ja. Kill ich auch nochmal schnell. Das ist sogar ein echt ziemlich großes Dorf. Hier vorne sind ja auch noch Häuser. Holy, holy moly. Das ist ja ein richtig großes Haus hier. Was ist denn hier drinnen? Ist das der Bürgermeister? Nee, okay. Ha. Ich hätte gedacht, das ist irgendwas Cooles. Keine Ahnung. So, hier wohnen halt nicht mal Leute. Hier sind sogar Kartoffeln. Also Kartoffeln und Karotten findet ihr übrigens auch richtig auf den Häusern. Und halt an sich in Dörfern, halt in den Feldern und so weiter. Ist halt super praktisch, dass wir jetzt so eins gefunden haben. Weil jetzt brauchen wir auch das ganze Fleisch theoretisch gar nicht, weil hier halt überall Zeug angebaut wird. Hier sind auch voll viele Kürbisse. Gehört das zum Dorf dazu, dass hier so Kürbisse sind? Oder ist das hier einfach, was auch immer, Glück oder so? Hier ist auch noch Hühnchen. Was haben wir hier noch drin? Beeren sind auch cool. Die bringen zwar nicht so viel, aber ich finde die ganz witzig. Da vorne wäre sogar noch normaler Wald. Das grenzt, das ist so an der Grenze das Dorf tatsächlich, an einem normalen Wald. Und ich finde normalen Wald eigentlich schöner zum Bauen. Ich würde sagen, dann bauen wir uns... Oh, ist hier ein... Nee, okay, eine Katze. Ich dachte, hier ist ein Hund. Schade. Das wäre cool gewesen. Also ich würde sagen, wir bauen hier vorne irgendwo. So ein bisschen abseits vom Dorf immer noch. Und dann könnte man hier auch so eine Brücke rüberbauen. Ja, ja, ich weiß schon, was wir hier alles machen werden. Oh, hier ist eigentlich echt ein cooler Ort, wenn wir hier oben bauen. Weil dann haben wir auf der einen Seite hier so Sicht auf den See und so weiter. Und auf der anderen Seite haben wir dann halt das Dorf. Ich glaube, das könnte man echt machen hier oben. Ja, ich würde sagen, wir bauen hier oben ein Dorf. Ein Haus erstmal. Später vielleicht ein Dorf. Dann klatsche ich hier erstmal noch ein paar Bäume weg. So. Ja, ist eigentlich ein guter Griff hier gewesen. Und dann hier auf jeden Fall eine Brücke rüber. Da unten ist, glaube ich, eine Höhle. Das sieht doch schon mal alles ziemlich gut aus. Was haben wir hier in der Richtung noch? Halt noch mehr Wald und noch mehr Wald. Ja, super.
Down ist auch noch. Ach, stimmt, Zuckerrohr muss ich auch noch gleich mal irgendwo anbauen, schnell. Ja, ich würde sagen, ich baue hier einfach irgendwie das erste Haus einfach hin. So auf dieser Höhe, dann mache ich das hier alles weg. Und dann baue ich hier erstmal so einen kleinen. Ich baue, glaube ich, erstmal so einen kleinen Raum hier hin, in dem ich dann erstmal leben werde. Und dann können wir weiter gucken. Dann kann man hier auch noch so Felder machen und sowas. Ja, ja. Ich habe schon einen genauen Plan, was hier alles abgehen wird. So, aber erstmal, wir können uns auch erstmal in den Berg hier reinbauen, glaube ich. Ich glaube, das ist erstmal einfacher, weil dann haben wir hier unten auch direkt Anbaufläche und so weiter. Dann würde ich sagen, buddeln wir uns hier erstmal ein kleines Häuschen in den Berg hinein. So. Oh, hat gelaggt. Okay, krass. Ich wusste gar nicht, dass es im Singleplayer auch laggen kann. Ich dachte immer, das ist so ein Internet-Server-Ding. Aber na gut. So. Jetzt zeige ich euch mal, wie man so ein Anfangs... Hier ist auch eine Höhle irgendwo. Ich höre Skelette. Die müssen ja irgendwo in der Höhle... Oh, das ist auch noch Zuckerrohr. Also entweder ist hier eine Höhle oder hier lebt halt noch irgendwo ein Skelett. Aber ich glaube eher, hier ist eine Höhle irgendwo. Das wäre natürlich cool, wenn wir hier gleich eine Höhle noch finden, die wir erforschen könnten. So. Also ich baue meistens erstmal so einen kleinen Raum hier. Der ist jetzt 3x5 groß. Dann baue ich hier halt mein ganzes Zeug hin. Bedeutet hier... So, den hier können wir auch nochmal irgendwo hinstellen, so. Dann mache ich jetzt mal schon mal ein paar Kisten. Wir haben schon so viel Zeug, einfach, obwohl die Map noch gar nicht so alt ist, eigentlich. Den mache ich, glaube ich, noch einen weiter noch da. So, dann können wir nämlich einen zweiten Ofen noch machen. So, und dann können wir hier nämlich direkt Eisen brennen und wir können auch direkt nochmal ein bisschen mehr Essen brennen. So. Ein bisschen, wir haben so viel Essen. Und dann können wir auch eigentlich theoretisch nochmal eine Hacke bauen. Eine Hake. So, dann können wir hier nämlich direkt noch ein bisschen Zeug anbauen. Oh, ich habe eine neue Maus. Nicht eine neue Maus, aber eine neue Mausempfindlichkeit irgendwie. Wenn ich das aus Versehen verstellt habe. Damit kann ich noch nicht so gut spielen, sieht man ja gerade. Ich klicke immer so daneben. Ich habe gar keine Karotten mitgenommen. Das war ein Fehler. Wir können ja gleich... Oh, das ist Creeper. Das ist sogar ziemlich viel Zuckerrohr. Das ist nice. Ich glaube, ich kill erstmal den Creeper, bevor der hier irgendwelche Scheiße baut. So. Und dann schnappen wir uns hier vorne mal das Zuckerrohr. Zack. Und bauen das hier an. Ich habe tatsächlich letztens gehört, dass Zuckerrohr gar nicht schneller wächst auf Sand, was ich immer gedacht habe. Aber ich mach's trotzdem, das irgendwie Gewohnheit oder so, keine Ahnung. So, und dann bauen wir hier später nämlich noch mehr an. Dann mache ich hier schon mal so einen kleinen Wassergraben hin. So. Und daneben machen wir dann das ganze Weizenzeug und so, würde ich sagen. Dann haben wir hier schon mal so eine kleine Extra-Farm, damit wir halt... Man muss halt immer daran denken, dass man ja jetzt hier ein bisschen länger spielen wird. Und dann muss man halt gucken, dass man halt auch genug Essen einfach hat. Weil meistens so, wenn man die ganzen Tiere killt und so weiter, dann sind die halt ja irgendwann alle tot so. Und dann braucht man ja immer noch weiter essen. Deswegen ist halt meistens so Karotten und Kartoffeln eigentlich ein ganz guter Anfang. Gerade Kartoffeln, wenn man die halt dann auch noch brennt. Ist halt eine ganz gute Nahrungsquelle, weil man halt nicht so darauf angewiesen ist, halt viele Tiere zu finden und so weiter. Ich würde sagen, ich mache den hier auch nochmal weg und dann können wir hier mal in der Höhle kurz gucken, ob es hier was zu holen gibt. Und sonst hole ich noch ein paar Karotten und Kartoffeln aus dem Dorf. So. Ja, okay, das ist eine... Oh doch, das ist eine große Höhle. Ich darf voll gerade sagen, Alter, das war nicht so vielversprechend am Anfang. Aber ist auch nicht so viel hier. Auf jeden Fall gibt es hier Eisen. Das ist schon mal gut. Oh, sogar ziemlich viel Eisen. Das nimmt man doch gerne mit. Hier können wir uns auch fast schon eine ganze Rüstung machen, glaube ich, tatsächlich. Wobei am Anfang ist natürlich eine Spitzhacke und ein Schwert ein bisschen besser zu haben als eine Rüstung tatsächlich. Weil mit einer Steinspitzhacke kann man ja keine Diamanten abbauen, aber halt mit einer Eisenspitzhacke schon. Dementsprechend sollten wir uns auf jeden Fall eine Eisenspitzhacke machen. Hier ist auch noch eine Höhle, oder ist das hier nur... Nee, okay, das ist nur, was auch immer das hier sein soll, oder? Das sollte, glaube ich, mal eine Höhle sein, aber... Ne? Ist nicht so groß geworden, irgendwie, von Minecraft aus. So, wir haben hier noch einen See. Auf jeden Fall werde ich die beiden, oder die drei Seen hier verbinden, irgendwann. Sieht dann noch ein bisschen cooler aus. So, natürlich reingefallen, war ja klar. Ich falle immer in solche Löcher rein. Auch wenn es nur ein einziger Block. Wenn es ein einziger Block ist, falle ich da trotzdem immer rein. Ist einfach genial. Ich würde sagen, wir buddeln... Oder geht's hier tief runter? Oh ja, hier geht's auch noch mal. Okay, ja, ich laufe hier mal rein, mal gucken, was hier so geht. Ich sehe schon, komm, ich sterbe einfach gleich. So, auf jeden Fall haben wir hier schon mal Eisen. Das nehmen wir natürlich gerne mit. Vielleicht sind das hier auch die Höhlen, wo ich eben das Skelett gehört habe, tatsächlich. Ich hoffe übrigens, dass der Ton überhaupt aufgenommen wird. Weil meine Aufnahmesoftware, sag ich mal,
Die hat das die ganze Zeit irgendwie nicht immer hinbekommen. Also ich ändere keine Einstellung und manchmal nimmt er den Sound auf und manchmal nicht. Und ich weiß nicht warum. Ich habe auch ein bisschen gegoogelt, aber nicht so richtig was gefunden. Dementsprechend ja, hoffe ich mal, dass diesmal aufgenommen wird. Sonst wäre das ein bisschen blöd. Und ich hoffe auch, dass mein Ton aufgenommen wird, aber das müsste ja eigentlich... Eigentlich müsste das zumindest funktionieren. Und ich sehe schon, wir spielen schon seit fast 25 Minuten. Oder zumindest die Aufnahme geht schon fast 25 Minuten. Ich würde sagen, wenn die nächste Nacht kommt, dann mache ich erstmal hier Ende. Ich wollte ja sowieso eigentlich die erste Nacht überleben, aber... Na, war ja nicht so schwierig, das zu überleben, wenn man ein Bett hat. Ja, aber ansonsten, ich hätte wahrscheinlich sonst, wenn ich jetzt kein Bett gehabt hätte und keine Schafe und so weiter, dann baut man sich natürlich einfach in der Nacht. Also man baut sich erstmal einen kleinen Unterschlupf und dann in der Nacht kann man ja einfach meinen gehen. Dann buddelt man sich einfach irgendwie runter, eine Treppe und so weiter und sucht dann halt unter den, unter Tage irgendwas, damit man die Zeit halt noch einigermaßen nutzen kann. So, und ich würde sagen, wir gucken jetzt mal, was hier unsere Öfen machen. So, das sieht schon mal richtig gut aus. Machen wir hier noch ein bisschen mehr. Und ich habe nochmal 20 Eisen, das ist ja krass. Können wir uns gleich nochmal ausrüsten. Aber vorher schnappe ich mir hier nochmal ein bisschen was aus dem Dorf. Ein Zuckerrohr auf jeden Fall. Dann haben wir nämlich vielleicht schon bald genug für einen Verzauberungstisch. Das ist auch immer sehr wichtig am Anfang direkt. Dass man halt möglichst schnell einen Verzauberungstisch hat. Und Diamanten, das ist so das, was ich jetzt zuerst versuche zu kriegen, sage ich mal. Weil das halt super wertvoll ist, so insgesamt. Und ich würde sagen, wir bestehen hier nochmal ein bisschen die Dorfbewohner. Was haben wir denn hier so? Oh, das wollte ich nicht. Tut mir leid. Aber hier ist, glaube ich, nur Weizen. Wobei, das hier ist kein Weizen, oder? Ja, doch. Okay. Ich hätte ja gerne noch ein paar Karotten, vielleicht. Aber Karotten habe ich, glaube ich, noch gar nicht. Was ist das hier auch? Also, das ist ja richtig wild hier. Die haben ja gar keine richtigen Straßen, sondern einfach nur... Und was ist hier? Ist hier eine Party, oder was? Oh, Entschuldigung, ich wollte nicht stören. Die hüpfen da rum wie die Behinderten und dann komme ich an und dann hören die einfach auf. Das ist sehr gastfreundlich auf jeden Fall hier. So, hier ist auch noch eine Kiste. Uiuiui, da ist ja einiges an der Kiste. Das kann ich gar nicht mitnehmen. So, was gibt's denn hier noch? Hier ist auch noch irgendwas? Nee, okay. Lagerfeuer haben wir hier. Ich glaube, hier war ich. Ja, hier war ich, glaube ich, schon. Sind hier noch Karotten? Sieht nicht so aus. Als ob die keine Karotten haben. So eine Karotte wenigstens. Dann haben wir nämlich Karotten und Kartoffeln direkt in der ersten Folge. Wow, ein Feuerstein, krass. Na, wobei, ist eigentlich ziemlich gut, weil dann können wir auch direkt ein Höllenportal machen, theoretisch. Ohne, dass ich jetzt Kies farmen muss. Die haben mir sogar Tiere eingesperrt, das ist auch praktisch. Die könnte ich eigentlich sogar direkt mal vermehren hier. Ich habe ja Kartoffeln. So, das Schweinchen und das Schweinchen. Gibt's auch zwei Kühe? Nee. So, nice. Was wir hier schon alles schaffen in der ersten Folge, das ist der Wahnsinn. Ich habe auch überlegt, tatsächlich alle Achievements zu machen, also alle Errungenschaften. Aber mal gucken, wie ich das schaffe, weil das würde ziemlich lange dauern, tatsächlich. So, und es wird wieder Nacht. Das bedeutet, ich laufe jetzt nochmal zu unserem Unterschlupf, sag ich mal, zu unserer Erdhöhle vielmehr. Und dann rüsten wir uns noch ein bisschen aus und dann war es das auch erstmal für die erste Folge. Ihr könnt schon mal, wenn ihr bis hierhin geschaut habt, Hashtag 1 in die Kommentare schreiben. Ich mache hier immer so Hashtags, falls ihr das Video halt bis zu einem bestimmten Zeitpunkt schaut. Und wäre ganz cool, wenn ihr das in die Kommentare schreibt, falls ihr halt überhaupt ein bisschen geschaut habt, wie gesagt. Was ich jetzt nochmal mache, ist erstmal hier ein bisschen Zeug in die Kiste spammen. So, zack, zack, zack. Das brauchen wir alles gerade nicht. Aber bei das Zeug hier brauchen wir schon noch. Das pflanze ich jetzt nämlich nochmal schnell an. So. Und da lag sogar ein Tintensack rum. Ist mein Tintenfisch gestorben. Zack. Machen wir hier noch ein bisschen was hin. Und okay, das reicht schon. Mehr habe ich auch nicht. Dann machen wir hier noch ein bisschen Kartoffeln. Für später. Sieht schon mal richtig gut aus, was wir in der ersten Folge schon geschafft haben. Da brauche ich hier noch eine Tür, wenn ich genug Holz habe. Ja, das müsste ja reichen. Locker, locker. Locker, locker, easy. Wir haben sogar drei Türen. Dann baue ich auch drei Türen hin. Ist auch wundervoll. Und dann bauen wir uns noch ein Bett mit, ja, mit weißer Wolle anscheinend. So, zack. Dann können wir hier nämlich auch gleich unseren Spawnpunkt hinsetzen. Ich würde sagen, ich mache hier nochmal so eine kleine Nische rein. So, da kommt dann das Bett hin. Und ich kann dann ja schon mal ein bisschen ein paar Sticks machen. Dann können wir hier nämlich später eine Mine auch anfangen. Mit den ganzen Leitern. Und die wird dann hier runtergehen. So. Das wird, glaube ich, auch ganz entspannt. Dann haben wir hier schon mal direkt alles, was wir brauchen, so am Anfang. So, ich misse hier nochmal kurz alles aus. Das brauchen wir auf jeden Fall. Das hier vielleicht auch. Eine Schaufel kann auch nicht schaden. So, habe ich genug Essen? Ich habe noch L. Ja, dann... Ja, ich nehme das Eisen auf jeden Fall noch mit. Ein bisschen Holz für später, dann können wir uns noch ein paar Fackeln halt machen. Und den Rest hier brauchen wir, glaube ich, erstmal nicht.
So, irgendwann sortiere ich das auch alles, aber jetzt nicht. So, dann haben wir hier sogar noch richtig, wir haben so viel Eisen. Dann können wir uns ja fast, ich glaube, wir können uns sogar schon eine komplette Rüstung damit machen und alles andere, was wir auch noch wollen. Sprich, eine Spitzhacke wollen wir wollen ein Schwert haben. Dann machen wir uns noch eine Schaufel und noch eine Spitzhacke und noch eine Axt. Ja Mensch, das ist doch mal eine richtig gute Ausrüstung. Zack, dann können wir hier nämlich auch unsere Steinwerkzeuge gleich mal alle loswerden, die auch voll unnötig waren eigentlich. So, zack, das haben wir auch schon alles. Das Schwert brauchen wir auch nicht mehr. Jetzt brauchen wir hier aber noch ein bisschen Licht. Ich benutze einfach mal alle meine Fackeln. So, passt schon. Oder wobei, eine mache ich gleich noch nach draußen. So, das ist doch mal ein richtig guter Anfang. Und ich würde sagen, das war die erste Folge soweit. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was lernen, wie man halt möglichst produktiv am Anfang ist. Das war ja ein ziemlich guter Start hier tatsächlich. Und wie gesagt, seht es in der Beschreibung. Und irgendwann wird es auch diese Map hier zum Download geben. Und dann würde ich sagen, ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Und ciao.